So, Partie läuft, Aufnahme jetzt auch. Euch erstmal hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer Hüpzuck-Partie als Siebendan. Das sieht ja erstmal ganz normal aus hier. Wie steht der Gegner? 6 zu 2, eieiei. Na, gucken wir mal. Insgesamt steht aber 666, zu 509. Machen wir hier. Können wir eigentlich mal ein Shimari machen. Aber er war vorher nur 6 Dan. Also schon eine relativ lange Historie. Dann kommt er vom 6 Dan hoch und spielt da plötzlich auf wie ein junger Gott. Mal ein bisschen aufpassen. Aber muss ich halt wie ein alter, erfahrener Gott spielen, ne? So. Sieht interessant aus. Ja, das ist sicherlich ein vernünftiger Punkt. Vielleicht sogar hier irgendwie was, aber da bleibt dann noch ein Loch. In die Ecke gehen oder hier angreifen oder hier ausdehnen. So viele Möglichkeiten. In die Ecke gehe. Nimmt er wahrscheinlich Vorhand irgendwie, ne? Hier spielt er wahrscheinlich da. Dann habe ich wieder Miai da oder da. Also kriegt er auch noch einen davon. Ja, ich spiele aber mal den hier so. Dem Rösselsprung ist das, glaube ich, okay. Er spielt dann tatsächlich den. Hatte ich ja eigentlich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, er spielt irgendwie hier oder hier. So, jetzt können wir da spielen oder in die Ecke gehen oder da. Dann spielen wir den. Er macht das ganz brav. So. Spielt er den Nukin. Wir spielen jetzt mal hier, glaube ich. Oder den. Ne, komm. Sieht solider aus. Kann jetzt natürlich irgendwie hier kicken und dann vielleicht sogar da reingehen, aber dann hat er auch ein Problemchen und sobald ich hier hochstrecke, wird das ja auch alles irgendwie ein bisschen kleiner. So, was machen wir da drauf? Könnte hier einmal spielen, wenn er jetzt schiebt. Strecken. Oder hier spielen. Wieder da, ne? So. Jetzt den, dann hier oder den. Jetzt sollen wir eigentlich den hier spielen, weil ich hier schon mal richtig schönen Einfluss habe, ne? Oh Mann. Die Ecke ist allerdings leider Eck. Jetzt haben wir das. Hört ihr eigentlich das Brummen des Laubbläsers im Hintergrund? Also wenn ich nicht rede, dann ist, denke ich mal, hier das Noise Gate, was es rausblockt. Aber vielleicht, wenn ich rede, wenn quasi das Noise Gate offen ist, dass ihr dann, wenn ihr zumindest Kopfhörer habt, da irgendwie so ein unangenehmes Brummen im Hintergrund habt. Das täte mir leid. Aber es ist halt Herbst hier auf dem Dorf, da geht das nicht anders. So, jetzt da spielen. Da. Dann da. Ist das eine Idee? Oder auf jeden Fall erstmal hier. Wenn er da jetzt rausstreckt, vielleicht kann ich das ja auch irgendwie nutzen, um hier einen riesen Kasten zu machen. Ja, auch mal eine Idee. Oder so. Hm.
Irgendwas war jedenfalls der Grund, dass man den Weiten hier auch ganz gut spielen kann, wenn er nur den Rösselsprung gemacht hat statt des Kusumis. Und das, meine ich zu erinnern, wäre dieser Punkt gewesen. Aber um mich da wirklich auszukennen, spiele ich das hier halt eigentlich viel zu selten. So. So. Na, da fangen. Ich kann hier Atari geben. Da schneiden. Ich würde natürlich gerne jetzt hier spielen. Wenn er da spielt. Vielleicht erstmal den hier. Jo, mir geht los, ne? So, jetzt vielleicht den. Das wäre schon ein schöner Kasten, ne? Oder den. 4, 3, 2, 1. Das hilft ihm ja nicht wirklich, oder? Klar, er kann jetzt da oder hier umbiegen. Aber nee, wenn er umbiegt, kann ich den spielen und die drei Steine fangen, ne? Dann kriegt er. Ich allerdings den hier zurück. Ah, macht das ganz plump. Sehr schön. Dann brauche ich mir da ja keine Gedanken machen. So macht er das. Okay. Letztlich muss er hier aber trotzdem zurückkommen, ne? Ja, ich spiele auf jeden Fall hier. Das ist so fett. Oh, da brauche ich doch nur noch da zumachen. Und alles ist gut. So. Könnte kritisch werden, ne? Na, trotzdem, ich möchte jetzt mal den spielen. Oder das halt leider so. Okay. So. Oh, er deckt dann da. Das ist nicht gut für mein Mojo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dann spiele ich nur den. Er spielt den, ja. Dann kann ich aber doch hier. Lebt das? Lebt das noch nicht? Ich glaube, das lebt. Also ich würde jetzt auf jeden Fall sehr gerne hier spielen. Den. Dann wird das doch wieder eng, aber dann kann ich hier rein pushen. Allerdings kann er den hier vorher abtauschen. Oder so. Ist jetzt aber doch. Ist doch nichts. Das sind doch tote Steine. Oder? Ja, wir strecken. Das kann er da irgendwie spielen. Dann müsste ich den spielen. Aber er kann auch den vorher in Vorhand abtauschen, fürchte ich. Natürlich gerne hier spielen können, aber gut, ich spiele jetzt den. Dann ist das hier doch noch mindestens ein bisschen gefährdet, spätestens wenn ich hier blocken könnte. Und die Gruppe bleibt ja hoffentlich noch ein bisschen problematisch für ihn. Ja. Wow. Konnte damit rechnen. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.
hier als nächstes spielen kann, wäre ich zufrieden. Wenn er da irgendwo spielt, dann habe ich doch jetzt wahrscheinlich den hier. Genau. Ja, ich muss aber noch aufpassen, wenn ich da geschnitten werde, ne, dann ist es wieder vorbei mit der Herrlichkeit. Muss ich dann hier spielen? Die zu fangen sollte auf jeden Fall größer sein, als die zu verlieren. Und nach Möglichkeit will ich die ja auch nicht verlieren. Gucken, ob das klappt. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two. So, jetzt kann ich doch die hier bestimmt schon fangen. Okay. Einfach wird es dann doch nicht. Mist. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Two Yoyomis left. Was haben wir denn jetzt hier? Nine, eight, seven, six, five, four. 3, 2, 1. Das ist jetzt ja doch ein bisschen problematisch geworden hier, fürchte ich. So, jetzt könnte ich da spielen. Dann da irgendwie ein Co anfangen, aber nee. Co kann es eigentlich auch nicht sein. 9, 8, 7. Da hat er den drauf. 5, 4, 3, 2, 1. Ist jetzt die ganze Gruppe hier tot? Nein. Wenn es hier spielt, lebt er einfach. Wenn er da nicht spielt, gut. So, er kann da leben, möchte er aber noch nicht spielen, zumindest noch nicht, ja.
So, da spielen wir den drauf, ne? So, dann kann ich hier spielen und die Gruppe ist tot. Also er muss da jetzt eigentlich zurückkommen. Er möchte aber hier zurückkommen. Meine Gruppe, wie gesagt, ist aber wahrscheinlich auch tot. So macht er das. Okay. Noch muss er irgendwie was gegen den Schnitt da tun. Das so. Ja, da muss ich da antworten. Wenn er jetzt das da gibt, dann nehme ich, glaube ich, hier einfach die Steine mit. Yoyomi now starts. Ja, wenn er so macht, da. Ja, dann lebe ich doch, ne? Na, der hier ist auch unangenehm. Nee, nicht wirklich. Okay, er spielt das so. Da wollte ich jetzt eigentlich einfach erstmal verbunden bleiben. Da spielen, dann hier spielen. Jetzt wollen wir uns die Freiheiten hier mal angucken. Da, dann hat er irgendwie so 3, 4, 5 Macht oder so. Und ich habe hier doch auch einen ganzen Sack voll, ne? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir gehen rein hier auf die Augen. So ist der besser oder der besser? Wahrscheinlich ist der hier besser, weil er direkt eine Freiheit wegnimmt, ne? So, jetzt muss er hier. Hier doch leben. Das könnte unangenehm sein, ne? Ja, da antworten wir mal so drauf. Das droht nichts. Ah ne, er hat hier noch das Kodan, ne? Okay. Gar nicht so einfach. Also er kann jetzt, ja,
da decken, dachte ich, wenn er hier spielt, hat er das Co, das droht dann ja hier zu schneiden und dann kann er vielleicht dieses Auge wieder unecht machen, aber dann habe ich hier auch noch ein Atari und hier ein zweites Auge. Ja, deswegen hat er aufgegeben. Puh, das war hier doch noch unangenehm schwierig für meine Gruppen nach dem Schnitt, den ich ja erst für völlig übertrieben gehalten habe hier. Aber vielleicht war da doch was, ne? Und letztlich, wenn er einfach nur gelebt hätte, als die Möglichkeit dafür da war, also hier jetzt irgendwie, hier, wenn er hier jetzt gelebt hätte mit so einem Zug oder vielleicht auch irgendwie sowas, das hat dann ja auch Möglichkeiten, Augen zu machen und macht gleichzeitig vielleicht noch ein bisschen Endspiel. Problem ist halt, wenn es keine Augen macht, das hier verhindert halt den Vorhand, dass er zwei Augen kriegt hier unten. Dann könnte ich hier eventuell, ja, aber er kann nach dem Zug zum Beispiel zurückziehen und mir machen, hier das Auge oder hier das Auge zu machen mit dem Zug. Ich denke, so hat er da auf jeden Fall an dem Rand auch ein Auge. Dann steht das wahrscheinlich gar nicht mal schlecht für ihn. Ich habe hier 10, hier vielleicht 10, 15, 20, lass es 20 sein. Die beiden Gruppen müssen beide erstmal überleben, aber sagen wir mal, es sind 10 Punkte und dann habe ich hier nochmal vielleicht. Ja, wenn er als Erster da zieht, nachdem ich da überlebt habe, sind das auch keine Punkte. Aber lassen wir es mal 10 Punkte sein. Dann wäre ich vielleicht bei insgesamt 50 Punkten Maximum. Sichere Punkte eher, ja, nicht mal 40. Wenn er hier 10 hat und hier mit den beiden Gruppen zusammen 10 erstmal, dann hat er in der Ecke 10. Naja, und hat halt hier irgendwie auf diese beiden Gruppen doch noch unangenehmes Argy. Also alle Züge hier drohen da wieder zu schneiden und hier mit die Augen alle wegzunehmen. Ich glaube, hier würde Weiß dann gut stehen. Gucken, was die KI dazu sagt. Aber das war nix. Ja, und dann vielleicht mal gucken, was die KI dazu sagt, dass ich hier so komisch gespielt habe. Ich hätte vermutlich hier einfach den spielen sollen, ne? Aber diese Gruppe lebt ja jetzt auch und dann kann er einfach mit der Gruppe raus und das war da vorher schon irgendwas falsch, wahrscheinlich, ne? Hätte ich jetzt erst sofort schon in der Ecke leben sollen oder den Zug machen sollen? Da war ich halt nicht so ganz sicher, was ich denn mit dem hier mache. Wahrscheinlich einfach zurückziehen, ne? Treppe läuft ja noch nicht mal so richtig. Ja. Von dem irgendwie hatte ich halt Angst, oder dass er vielleicht auch nur den hier spielt. Und wenn ich dann decke oder runterziehe, und runterziehen, hatte ich dann wieder die Option, untenrum zu verbinden. Ne? Ja, da kann er auch den spielen. Das ist alles nicht so wirklich einfach. Und auf den vielleicht, ja, dadurch dann irgendwie wieder hier zu schneiden. Ne? Wenn er da spielt, ja, kann ich immer noch da spielen, wenn er den fängt. Dann ist es halt irgendwie so ein Austausch geworden. Er macht mir meine Ausdehnung hier zwar kaputt, aber ich die ganzen Punkte. Der droht ja jetzt immer noch wieder hier vielleicht zu schneiden. Ja, ich glaube, das wäre letztendlich doch ganz einfach gewesen mit dem Zug jetzt hier. Aber bevor ich mir das merke und in mein Gedächtnis als guten Zug einpräge, überprüfe ich erstmal mit der KI, ob es wirklich ein guter Zug gewesen wäre. Und dann melde ich mich wie üblich wieder mit den Erkenntnissen aus der KI-Analyse. Wahrscheinlich in einer kurzen Diashow. Gut, ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Mal wieder ein Sieg. Aber doch noch erschreckend schwierig gegen Siebendans. Mal gucken, ob ich die demnächst auch noch etwas souveräner schlagen kann. Dafür könnt ihr mir gerne die Daumen drücken, ihr wisst ja, wie das geht. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, natürlich auch gerne abonnieren, das freut mich immer und kostet euch ja nichts. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ja, und hier die versprochene KI-Analyse. K.O.-Analyse hätte ich fast gesagt. Am Anfang lief es erstmal eigentlich ganz gut. Hier hatte ich ja auch zum Beispiel überlegt, ob ich die Ecke da sichere, ihn da am Rand rauslasse. Wäre vielleicht sogar etwas besser gewesen, aber man konnte es im Prinzip auch so spielen. Und dann kam ja schon sein Anleger da am Rand und da hätte ich in dieser speziellen Situation zumindest wohl auf C12 umbiegen sollen. Da gibt es dann diverse Varianten, wenn er da blockt auf 10 mit 2 quasi, dann wird es letztendlich ein Ko, bei dem man damit 10 zwar schlagen kann, aber ich habe oben rechts auf R16 ja auch eine sehr große Ko-Drohung und letztendlich wäre die Variante wohl gut für mich in dieser Situation. Ob es ohne gute Ko-Drohung sinnvoll ist, so zu spielen, weiß ich nicht. Hier oben wäre dann wahrscheinlich das Spielen auf E16 besser gewesen als D16, aber naja. Und hier stimmte tatsächlich meine Einschätzung, meine Analyse, dass ich sofort hätte auf C17 spielen sollen, statt erstmal da oben auf der vierten, fünften Reihe da weiterzuschieben. Ja, leider ging die Achterbahnfahrt jetzt erst so richtig los. Hier hätte ich einfach doch ihn erstmal abtrennen sollen. Dann kann er mich in der Ecke nicht töten, es sei denn, er spielt da, wenn er da geschnitten hat, decke ich ja auf C16 das Doppelhane mit ist das C18. Wenn ich da vorgehe auf B18, spielt er dann vielleicht B19, aber das kann er normalerweise nicht bringen. Und wenn die Freiheit da oben weg ist auf E15, dann geht auch wieder B13. Und deswegen muss er da selber erstmal leben. Und die abgeschnittene Gruppe oben ist dann doch ziemlich schwach. Ja, letztendlich bin ich aber doch ganz ordentlich rausgekommen, nur hätte ich jetzt auf dieses Schieben nicht mehr antworten müssen und auch nicht sollen, sondern lieber im Zentrum spielen. Ich kann, wenn er da umbiegt, ja immer noch auf M18 zum Beispiel verbinden, vielleicht geht auch M17, aber M18 ist ganz sicher. Und habe ich natürlich auch noch dummerweise die Nachhand genommen, um in der Ecke zu leben. Selbst wenn er B14 spielt, lebe ich. Und auch wenn er B16 spielt, hatte ich auch ein bisschen Angst vor, dann decke ich einfach auf C16. Wenn er seinen Stein dann anbindet, dann kann ich reinstechen auf E16 und zumindest 2 Steine abschneiden und da auch fangen. Ja, und hier kommt jetzt die Stelle, wo mir die Partie fast völlig entglitten wäre. Da hatte ich ja gehofft, ich kann seine 3 Schnittsteine da fangen und habe das mit G6 versucht, aber das ist der falsche Punkt. F7 funktioniert da eigentlich sehr gut für mich und er hat danach zum Glück aber erstmal falsch geantwortet. Mit F6 wäre es noch einfacher gewesen, für ihn da rauszukommen, denn hier hatte ich jetzt die letzte Chance, wirklich einen Teil seiner Steine vielleicht abzutrennen. Mit dem schönen Zug F7, den hatte ich gar nicht gesehen, ich muss mal wieder etwas besser und etwas schärfer rechnen im Zentrumskampf. Letztendlich wäre das nämlich auf dieselbe Variante zurückgelaufen, wie wenn ich sofort den guten Zug F7 gespielt hätte und er dann nicht anders rausgekommen wäre. Seine Steine sind aber auch so noch nicht ganz verloren. Da gibt es jetzt ganz wilde, ich sag mal einfach KI-Varianten, wo er da die Steine anbinden kann. Aber dabei lebe ich halt relativ groß links mit der Gruppe und komme auch rechts relativ bequem raus. Und die Stellung wäre dann noch etwas besser für Schwarz. Gar nicht so viel. Naja, und dann kam es irgendwann so, bis zu diesem Zeitpunkt, da hatte ich dann ja auch analysiert, dann sollte er einfach leben. Klar, er kann das Atari F1 noch geben, aber wahrscheinlich dann oben in KI-Sacht mit G17 leben. Auf jeden Fall irgendwas dagegen tun, dass ich als erster irgendwie A11 spielen kann und die Gruppe plötzlich tot ist. Danach war die Partie dann nämlich gelaufen. Aber interessanterweise, hier zu diesem Zeitpunkt zumindest, steht Schwarz dann auch schon wieder etwas besser. Habe ich dann also nicht völlig unverdient gewonnen.